Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Kursgewinne durch Börsensektoranalyse mit Carsten Berger. Das letzte Webinar, zumindest für mich, nicht für FXZ, morgen haben wir noch zwei, aber für mich auch für diesen Jahr das letzte Webinar, freue ich mich, dass ich das auch dann hier zusammen mit Carsten Berger mache. Machen wir ja schon wirklich seit Ewigkeiten zusammen Webinare. Und ja, ich begrüße Sie im Namen von FXFlat. Habe ich jetzt meinen Namen gesagt? Weiß ich nicht. Ich wiederhole es einfach nochmal. Nelson Cardoso Netto, mein Name. Und wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, auch wenn das das letzte ist jetzt in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz ändert nichts daran und es ändert sich nichts daran, dass das keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung ist und dass Sie immer Ihre eigene Entscheidung treffen müssen. So, lieber Carsten, dann kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich bin mal gespannt, was du heute für uns mitgebracht hast und selbstverständlich wünsche ich viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, wenn du dich einsam fühlst, ich bin da und im Hintergrund. Das hast du mal süß gesagt. Vielen lieben Dank, Nelson, für die nette Ankündigung. Für mich ist das auch das letzte Webinar. So schnell geht das und so schnell geht die Zeit vorbei. Von daher lasst uns auch gleich schnell einsteigen. Das Webinar wird aufgezeichnet, ist auf dem FXFlat-Kanal zu finden und auf meinem YouTube-Kanal. Wer also zwischendurch mal raus muss, der kann natürlich alles sich dann auch noch im Nachhinein anschauen. So, klar, Risikohinweis hat der Nelson freundlicherweise schon gemacht. Ich füge noch einfach hinzu, dass es einen Interessenskonflikt geben kann, wenn ich das ein oder andere Wertpapier, Aktie, ETF oder sonstiges vorstelle, dass es im Besitz von mir ist oder eventuell von, sage ich mal, mir nahestehenden Personen. Also von daher immer aufgepasst. Wer bin ich? Ich bin Carsten Berger, 56. Beruflich, ja, komme ich aus einer ganz anderen, sage ich mal, Ecke, und zwar aus dem Bereich der Polizei. Und die Finanzwelt und das Trading an sich hat mich schon mit 17 relativ früh gepackt und hat mich nie losgelassen. Und meine Spezialität ist wirklich Aktien, weil ich meine, das ist eines der einfachsten und für mich, sage ich mal, besthandelsbaren Instrumente. Okay, dann lasst uns mal anfangen. Was erwartet euch heute? Klar, meine Strategie besteht daraus, den Index sich anzuschauen, dann auf die Branche zu gehen und am Ende eine Aktie zu finden. Also so eine Art Top-Down-System. Das werden wir heute machen, denn ihr wisst ja sicherlich, ihr werdet die Märkte schon eine ganze Zeit hoffentlich verfolgt haben, dass das ganz schön nach oben gegangen ist in der letzten Zeit. Und wie gehe ich damit um, wenn ein Markt jetzt stark gestiegen ist? Und was machen wir heute in der Situation heute? Nun ist es ja so, dass unser Webinar nicht immer sich nach den Märkten richtet, wann es günstig ist einzusteigen. Deswegen müssen wir drauf schauen, wie ist die Situation heute und daraus ableiten, wo man Chancen sehen kann, und wo man die eine oder andere Aktie eventuell abgreifen kann. Fragen könnt ihr wie immer stellen. Das Fragenfenster habe ich hier geöffnet und von daher bitte einfach immer fleißig fragen. Eines der wichtigen Punkte und die letzten Zuschriften, die ich bekommen habe, waren eigentlich immer zum Thema, naja, wann gehst du denn rein in die Märkte? Wendepunkte im Chart zu erkennen, das ist natürlich immer retrograd recht einfach, aber ich möchte euch einfach aufzeigen, wie es in der Situation ist, wo Wendepunkte sind und auf was ich dort achte. Und nicht immer erwischt man das genau auf den Tag, aber es gibt ja Situationen, wo ein Markt drehen könnte. Ja, ich habe ja auch keine Glaskugel und auch keinen Indikator, der sagt, jetzt muss der Markt drehen, darauf hört der Markt nicht. Da gibt es ja ganz andere Intentionen, die so ein Markt hat, wenn er sich bewegt. Und von daher können wir nur Situationen analysieren kurz und daraus eine Schlussfolgerung für unser Szenario machen. Und ich glaube, das wird euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr immer an cb@tradercoach.de logischerweise schreiben. Ich antworte da immer noch bis Weihnachten, bin ich da immer noch am Start auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal in den Bereich der Märkte hinein. Ich mache mal meine Chart-Software auf. Das ist in dem Fall der Agena Trader. Den benutze ich dafür, und das kennen nur die ein oder andere, eine sehr gute professionelle Chart-Software, um letztendlich, sage ich mal, Handelssignale zu bekommen. Benutze aber auch noch ein anderes Tool, den Trade Scanner, den werde ich auch noch zeigen.
Aber jetzt wollen wir erst mal sehen, wo sind die Märkte aktuell und wie können wir da vorgehen? Indizes. Der Punkt, nach dem wir immer gehen, sind die Indizes. Nun kann ich mir natürlich alle Märkte im Chart angucken. Das ist logisch. Ich muss aber versuchen, irgendwie so eine Art Ranking zu bekommen. Und ich ranke die im Endeffekt nach der Dynamik. Das heißt, welche Märkte waren in letzter Zeit am dynamischsten und haben am meisten Performance hingelegt? Das seht ihr hier bei mir letztendlich hier 17%. In den letzten 4 Wochen war Bitcoin voll am Start. Dann kam hier Real Estate Branche, Technologiebranche und Financial Branche in Amerika. TecDAX in Deutschland und Nasdaq sind relativ weit oben. Also da spielt sich im Endeffekt alles ab. Das heißt, ihr könnt im Endeffekt bei so einem Screener, bei Finvis zum Beispiel, das auch euch einstellen und seht da, wer da der performanteste ist. Bei mir spielt noch ein bisschen ein anderer Schlüssel da eine Rolle, aber man kriegt fast das gleiche Ergebnis und ihr seht nichts anderes, als dass oben die Werte stehen, die stark performt haben und unten sind im Endeffekt die, die eher abgegeben haben. Wenn ich also long handeln möchte, dann werde ich mich eher auf den Bereich, der hier oben ist, konzentrieren. Und wenn ich short handeln will, würde ich eher da unten, sage ich mal, versuchen, irgendwie zutage zu treten. Das Problem, oder sagen wir mal, das ist ja eigentlich gar kein Problem, wenn der Gesamtmarkt eher long ist, dann werde ich auch in dieser Situation nicht short handeln. Ja, weil dann würde ich mir immer, wenn ich gleichzeitig eine Short-Position irgendwo aufbaue und in anderen Branchen eine Long-Position, dann kappe ich mir die Performance weg. Das macht ja keinen Sinn. Also werde ich in dem Fall, wenn ich schon sehe, dass mehr Grün unterwegs in den gesamten Märkten hier links, dann sehe ich, okay, ich bin auf der Long-Seite. Ihr seht, das ist eine Menge Arbeit, wenn man sich das anschaut, jeden einzelnen Index. Ich zeige euch nachher, wie es viel, viel schneller geht. Ja, aber wir wollen erstmal einen Grundeindruck bekommen. Dann gehe ich erstmal hier auf den Nasdaq. Wir schauen uns mal den Nasdaq-Markt an. So, dann nehme ich mal hier die Zeichnungen raus, die vom letzten Webinar waren. Mega interessant, was in den letzten Tagen hier abgegangen ist. Lösche mal die Zeichnung. Und zwar, wann war es hier möglich, Nasdaq noch etwas zu machen und wo? Und da stehen wir ja heute. Wir sind ganz weit oben. Wir hatten einen neuen Höchststand in den letzten Monaten hier oben erreicht. Wenn ich Positionen habe, die ich habe, dann werde ich den Stop im Endeffekt nachziehen bei meinen Aktien, wenn sich die Aktien genauso entwickeln wie zum Beispiel der Leitindex. Ja, nun weicht das ja natürlich immer in etwas ab, weil ein so ein Index natürlich auch stark gewichtete Titel hat, wie Google zum Beispiel oder Meta. Die beeinflussen natürlich, wenn sie sich prozentual bewegen, aufgrund ihrer Gewichtung viel, viel mehr, sodass nicht immer alle Branchen und immer nicht alle Aktien in dem gleichen Maß sich entwickeln. Das muss euch klar sein. Also es gibt nicht immer genau eine Punktlandung. Aber um einen Bereich zu finden, wo ich einsteigen möchte, gab es in dem letzten Webinar, was ich woanders gehalten habe, die Aussage, okay, wenn ich hier versuche, in den Nasdaq-Bereich reinzukommen, dann gab es eine Möglichkeit und zwar immer aus der Korrektur heraus. Das heißt, wenn der Markt vorher angestiegen ist, starke dynamische Bewegung, dann gibt es eine Korrektur entweder auf Zeitbasis, das sieht im Endeffekt so aus wie so eine Flagge, kann man sagen. Das geht über die Zeit, das heißt, hier bewegt sich der Kurs immer drin. Das haben wir hier im Endeffekt. Ja, wir haben hier diese dynamische Bewegung. Und haben dann hier so eine Seitwärtsbewegung. Diese Korrekturform gibt es und dann gibt es nur noch eine andere Korrekturform. Das ist das Gleiche, was ich suche. Es ist eine dynamische Bewegung. Das ist dasselbe. Aber wir reagieren, korrigieren und reagieren über den Preis. Also es geht etwas tiefer hinaus. Ja? Und hier ist es eigentlich so eine Mischung aus Preis, aber eher seitwärts. So. Das ist eigentlich die Grundlage, die ich immer suche. Wenn ich eine Korrektur habe, die über die Zeit geht, seitlich geht, dann müsst ihr darauf schauen, dass sie natürlich in diesem Rechteck, wenn man sie so ungefähr einzeichnen kann, möglichst gut einsteigen könnt. Warum? Macht das mal ein bisschen größer. Wo könnt ihr, wenn ihr so ein Rechteck vorliegen habt, ich mache den Chart mal ein bisschen weiter raus, ich möchte euch ja ein bisschen Mehrwert mitgeben, letztendlich. Wo würdet ihr gerne in so einem Rechteck einsteigen wollen? Und da gibt es viele, die traden im Endeffekt so einen Ausbruch, so wie hier. Ja, dann war die Kerze am Anfang im Laufe des Tages grün, hat aber gedreht.
Das wäre ja auch schon so eine Art Seitwärtsphase oder hier diesen Ausbruch getradet, aber auch dann wieder, sage ich mal, in diese Seitwärtsbewegung reingekommen. Ich handle so ein Rechteck, wenn ich es möchte, am liebsten an der unteren Kante. Ja, wenn man das mal so visuell, das ist jetzt nicht auf den Punkt gesehen, aber ihr werdet sehen, warum der Punkt so interessant ist. Weil das eigentlich ein guter kumulativer Punkt ist. Kumulativ bedeutet, dass mehrere gleichzeitig eintretende Ereignisse auf einem zeitlichen Punkt fallen, ungefähr. So. Und bei dem, was ist an diesem Punkt so interessant? A, sind wir an der unteren Kante dieser Korrekturbewegung. Das wäre der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, wir haben hier den 20er Durchschnitt. Das ist der zweite Punkt. Auch hier dreht oft der Markt oder reagiert an dem. Ja, ihr seht hier so eine Reaktion. Dann seht ihr hier so eine Reaktion. Da so eine Reaktion. Also der hat eine gewisse Bewandtnis. Der ist natürlich keine Mauer, wo der Markt immer abprallt, sondern da kann in dieser Zone etwas passieren. So, das ist also der zweite Punkt. Also haben wir schon zwei Punkte. Der dritte Punkt ist, dass wir hier so eine Art Umkehrstab haben. Das ist auch schon mal positiv, also eine relativ gute Kerze, haben wir schon drei Punkte. Und wenn ich jetzt noch auf das Volumen schaue, dann ist das auch ganz interessant. Das Volumen ist das hier unten. Dann haben wir an diesem Tag des Abverkaufes hier, diese rote Kerze, haben wir das höchste Volumen erreicht. Und dann müsst ihr mal davon ausgehen, die Kerze, jetzt machen wir jetzt die Zeichnung wieder weg, jetzt habt ihr das ja gesehen, damit wir ein bisschen besser gucken können, dass an dem Tag die Kerze ja im Verlaufe des Tages noch viel schlechter aussah. Die ist zwar jetzt noch rot, also negativ, die ging ja bis da unten. Ja, das ist ein kleines Tief hier letztendlich. Wie so eine Umkehrkerze, aber noch nicht so positiv wie die grüne. Bedeutet, dass an dem Tag der Markt relativ schwach war und irgendwann im Laufe des Tages muss der Markt gedreht haben. Und ich mit meinen kleinen Positionen, die ich da reingehe, werde diesen Markt nicht beeinflussen, sondern die Leute, die an so einem Tiefpunkt eventuell gekauft haben, die haben dafür gesorgt, dass sie mit ihrem Volumen da reingehen. Ich selbst gehe da nicht hinein. Aber das bewirkt im Endeffekt, dass es auffällig ist, dass an so einem Tiefpunkt der Markt wieder Käufer gefunden hat. Und zwar nicht mehr als Verkäufer, sondern einfach Käufer, die sagen, naja, ich bin zu den Preisen bereit zu kaufen, mehr zu bekommen. Ja, das ist im Endeffekt, den Kurs günstig abzugreifen. Ja, ich kaufe in Summen, sage ich mal, Markt nicht, weil ich auf Tagesbasis das nicht erkennen kann. Das ist dann, wenn einer mal Intraday einsteigen möchte und sowas handeln möchte, dann hat er natürlich viel mehr Aufwand logischerweise, aber natürlich kann er so eine Bewegung sich auch ausnutzen. Ich muss halt auf eine andere Sache warten. So, und die Sache, die dazukommt zu diesem Volumen, was ja hoch war, wir hatten drei Punkte. Ja. Hier die starke Kerze, dann hatten wir den 20er und die Seitwärtsbewegung unten. Jetzt haben wir noch einen Punkt und zwar ist das diese Wochenunterstützung, das ist hier dieser grüne Bereich, dass der Markt im Endeffekt hier über so ein Hoch 1 und Hoch 2 ausgebrochen ist. Ja, wir haben zwar nur mit an dem Tag und dann wieder zurückkam. Und ich kaufe sehr, sehr ungerne nur Ausbrüche. Also das mache ich eigentlich nicht. Ich immer in der Korrektur, das heißt immer unter dem letzten Hoch, das ist eigentlich die Voraussetzung. Ja, damit ich halt nicht so abverkauft werde. So. Und dieser kumulative Punkt hier unten ist der Punkt, dieser Bereich, wo die Chance besteht, dass der Markt hier wieder dreht, weil halt vier verschiedene Sachen zusammenkommen. Ja. Dazu kann man noch Volatilität nehmen, also Dinge, die halt im Chart nicht miteinander zusammenhängen. Also nicht, dass ich jetzt vier, fünf verschiedene Indikatoren benutze, die letztendlich alle auf derselben Basis beruhen, sondern Dinge, die miteinander so nichts zu tun haben. Das heißt, hier zu suchen macht Sinn, weil man dann die Chance hat, wenn der Markt das halt nicht schafft, wenn er hier hochgehen sollte, das weiß man ja zu dem Zeitpunkt hier noch nicht, zu diesem Umkehrstab an dem Tag, dass man dort schon seine Aktien Position wenigstens auf Break-Even hat oder auch sogar schon im Bereich des Targets durch einen Teilverkauf hat. Ja, also hier setze ich mich halt quasi hin in dieser Phase und suche mir eine Branche raus, die
sehr stark ist und dort dementsprechende Aktien. Und dann, wenn man das jetzt weiter sieht, dann sieht man, okay, dann wären hier schon die Positionen im Plus. Wenn ich jetzt hier oben einsteige, dann würde ich ja am nächsten Tag den Ausbruch handeln, wenn der Markt über dieses Hoch geht. Dann habe ich natürlich eine schlechte Voraussetzung, weil dann muss ich gucken, wo könnte der Markt als nächstes hingehen. Und dann ist da oben Widerstand. Das heißt, ich habe ja wesentlich weniger Potenzial da hoch, als wenn ich es hier unten probieren würde. Ich weiß natürlich nicht, ob der Markt da durchgeht, ne? Aber ihr versteht meine Intention dabei. Die nächsten Tage ging es halt relativ schnell weiter, bis nach oben, bis an diesen Punkt. Und jetzt, wenn ich dort Positionen habe in diesem Markt, muss ich natürlich klar sein, dass da oben ein Widerstand ist. Wir gucken mal, wo der liegt. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr zu sehen. Doch, das war das Hoch vom 2021, ja, bis daran. Und der Markt scheint jetzt zu reagieren. Heute ist ja auch noch FED-Sitzung. Nelson hat schon erwähnt, da sind die sowieso etwas vorsichtiger. Wir haben also ein neues Hoch gemacht heute und sind wieder runtergelaufen. Und um 20 Uhr, in einer Dreiviertelstunde, wird das Ding wahrscheinlich ein bisschen volatiler werden. Mal sehen, was da passiert. Wenn ihr nicht im Markt drin seid, würde ich dort jetzt nicht reingehen. Das wäre mir zu, ja, zu risikobehaftet. Auf was würde ich gerne warten? Dass der Markt einfach wieder etwas zurückläuft, so eine Art Pullback. Und dann durch diesen Ausbruch hier, der bei sehr, sehr niedrigem Volumen nur gemacht wurde, das ist erstaunlich, stieg dann aber an das Volumen, ist aber nicht höher als das am Verkauf. Ja, das fällt schon mal auf. Das bedeutet, ich rechne damit, dass der Markt wieder zurückkommt. Dann kommt der 20er nach und dann haben wir eventuell hier wieder so eine kumulative Situation. Also einfach jetzt abwarten auf die Korrektur, die eventuell kommt oder auch nicht kommt, aber sie wird kommen. Das heißt, 2 Tage sollte der Markt mindestens zurückgehen. Wenn es länger läuft mit so einer Seitwärtsbewegung, dann schaut bitte immer danach, ob ein 20er in der Nähe ist, ob es, wie gesagt, Unterstützungen gibt, die da sind. Das sind halt Punkte. Dort kann etwas passieren und dann habt ihr einen Plan davon, wie ihr weiter vorgeht. Schauen wir uns mal den S&P an. Der wird nicht anders aussehen, nicht groß anders, aber ich habe in der letzten Woche gesagt, dass der mir nicht so gut gefällt wie Nasdaq. Warum? Weil der war nämlich auch unter so einem Hochpunkt, so einem Widerstand, hat das auch gemacht und bei dem zählt im Endeffekt genau das Gleiche. Dass der Markt, wenn er hier wieder zurückkommt, hier wieder die Zone wäre, wo es interessant wird einzusteigen. Ja, vielleicht sehen wir ja eine Korrektur nach den Zahlen heute. Es bleibt im Endeffekt immer das Gleiche. Kurzen Blick auf den deutschen Wert, TecDAX, auch abgegangen wie eine Rakete, also kaum eine Korrektur gemacht. Und die Sachen, die auffallen, sind immer diese Seitwärtsbewegung, hier das Dynamik, Seitwärtskorrektur. Und dann bietet sich an sowas, auf sowas achte ich, wenn ich noch unterhalb dieser Hochs bin. Ja, so bin ich ja etwas drunter. Der 200er liegt drüber. Das ist risikobehaftet da. Deshalb würde ich lieber einen Wert nehmen, wo der 200er Durchschnitt, das ist hier diese rote Linie, einfacher gleitender Durchschnitt. Da wird auch mal relativ sehr stark reagiert vom Markt her. Ihr seht das hier. Nicht immer auf den Punkt, aber die Zone ist halt entscheidend, und das muss man berücksichtigen. Das heißt, wenn ich hier mir einen Wert suche aus dem Tech DAX, dann muss ich wissen, dass der Markt insgesamt vielleicht hier am 200er zum Stillstand kommt. Deshalb nehme ich lieber dann Nasdaq zum Beispiel, wo das nicht der Fall war. So, hier genau dasselbe. Der Ausbruch ist gekommen und dann habe ich hier wieder so eine Seitwärtsphase und dann versuche ich dann mit einem positiven Kerzen sagen, okay, ich versuche hier reinzukommen, eher als wenn ich jetzt hier den Ausbruch handle. Obwohl das im Nachgang natürlich schön ist. Immer sehen, dass der Markt nach dem Ausbruch wieder zurückkommt und dann versuchen, dort hineinzukommen. Heute sehen wir im Endeffekt genau das Gleiche. Der Markt ist ja jetzt in Deutschland geschlossen. Dass wir hier auch eine abwartende Haltung haben, sieht im Endeffekt genauso aus wie der amerikanische Markt. Ich würde in den Tech DAX jetzt nicht einsteigen. Warum? Weil wir hier auch wieder so eine Art Wochenwiderstand haben. Das Potenzial ist begrenzt. Wo wird es wieder interessant? Klar, wenn der Markt hier wieder zurückläuft, irgendwo in dem Seitwärtsphase, die dann vielleicht eintritt oder vielleicht auch dynamischer über den Preis korrigiert. Warten, was macht die einzelne Kerze? Ist es eine Umkehrkerze oder ist es eine Powerkerze? Was macht das Volumen? Und wo ist die Unterstützung letztendlich? Wir hätten hier so ein
Punkt bei 3200. Da könnte der Markt wieder Schwung nehmen und dann suche ich hier unten mir die entsprechenden Branchen. So die Vorgehensweise. Wir schauen uns jetzt mal die Branchen an, die in Amerika interessant sind. Das ist Real Estate. Die sind auch sehr, sehr gut gelaufen. Nun muss man sehen, dass man auch hier das Problem hat, dass wir schon stark gelaufen sind, obwohl sie stark waren in der letzten Zeit, mit zu den stärksten Branchen gehört, dass wir natürlich hier auch so einen Bereich haben auf Wochenbasis, wo es einen starken Widerstand gibt. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier einkaufen wollte heute, dass ich einfach ein Problem habe, dass es hier zu einer Reaktion kommt. Ja. Und deshalb muss ich sagen, wann jetzt retrograd, wir schieben mal den Chart wieder ein bisschen rüber, damit er so aussieht in der Phase. So, wenn ich jetzt sowas sehe, dann bin ich ausgebrochen, will ich dann noch draufspringen? Nein. Jetzt in den nächsten Tag sehe ich das, will ich dann noch draufspringen? Nein, na klar, habe ich einen Gewinn versäumt. Ja, die Frage ist, wie weit ist mein Potenzial noch da und will ich jetzt noch mit bei sein? Also für mich geht das nicht, ich mache das nicht. Also ich springe da nicht mit drauf, sondern für mich ist es so, dass ich auf eine Korrektur warte, der diesen Ausbruch letztendlich auch widerspiegelt. Und das wäre eine Situation, eventuell hier eine Position im Real Estate aufzubauen, wenn es nicht noch eine Branche gibt, die besser aussieht als Real Estate, die hier oben nicht diesen Deckel drauf hat. Und einfach für euch die Chancen raus erkennen, wo ist Potenzial und wo kann es zu Kursreaktionen kommen. Und wenn ich hier oben so einen Deckel drauf habe, muss ich dann mich das nicht noch da reinsetzen. Ihr seht heute, ist im Endeffekt dieser Hochkurs nochmal angelaufen worden und ist wieder nach unten gegangen. Wenn das sich hier ausgeht heute und die Zahlen vorbei sind, werden wir mal sehen, was der Markt dann macht. Kommt er nochmal zurück, dann wäre hier unten so in diesem Bereich auch in diesem Umkehrstab, in diesem Bereich eine gute Möglichkeit, eventuell nochmal was zu finden. Schauen wir mal auf Technologie. Technologie finde ich persönlich immer noch am besten, logischerweise. Aber heute nicht anders als Nasdaq auch. Ausbruch, dynamische Bewegung nach oben haben wir hier. Auf was warten wir? Entweder geht es seitwärts oder über den Preis. Das ist immer das Gleiche. Für mich gibt es da im Moment jetzt nichts zu tun. Die gleiche Anwendung habe ich aber gemacht vor eins, das ist ja der Tag, der heute noch läuft. Ein Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage. So. Und die ersten Anzeichen gab es hier mit so einem roten Umkehrstab und da war genau das Gleiche. Am 20er eine Umkehrkerze, ein erhöhtes Volumen. Okay, Wochenunterstützung. Hier haben wir noch etwas, was auch noch eine ganz tolle Sache ist, auf die ihr wirklich achten könnt. Die meisten wissen es, ist das Aufwärtsgap. Das ist diese Kurslücke zwischen diesen beiden Kerzen, also zwischen dem Schlusskurs, Quatsch, den Hochkurs des Vortages und dem Tiefkurs des darauffolgenden Tages. Und wenn ihr das seht, diese Kurslücke, die sieht man auch im Chart. Hier ist auch so eine Kurslücke, die muss man wirklich sehen im Chart. Das bietet oft eine Unterstützung und zwar genau an dem Hoch dieses Gaps, also Kurslücke und genauso an der Unterkante. Und oft passiert das halt, sage ich mal, noch mit zunehmendem Volumen. Das war jetzt hier mal ausnahmsweise nicht der Fall. Deswegen haben wir vom Volumen da keine Unterstützung. Aber spannend ist es auf jeden Fall, weil der Markt wirklich an dem Tag fast bis zu dieser Oberkante zurückgelaufen ist. Dass er dort reagiert hat, ist ein Zeichen dafür, dass das eine gewisse, ja, Wichtigkeit hat für den Markt. So. Das heißt, hier wäre meine Situation gewesen mit diesem Zusammenhang, dass hier auch ein Umkehrstab war, mit dieser starken Powerkerze, wo ich sage, da setze ich mich mal hin und suche nach Aktien aus dem Technologiebereich. Und solange die noch nicht über dem Hoch ist, wäre die Kerze jetzt so weit übers Hoch gegangen, dann wäre das für mich schon an Potenzial verschenkt. Das heißt, an dem Tag kann man suchen und selbst dann noch 2 Tage später, an dem Tag, ist es auch noch positiv und bleibt in der Range unterhalb dieses Hochs, kann man auch noch mal suchen. Also Tag 4, 1, 2, 3, 4 rückwärts und Tag 6. Und nun, da wäre für mich die Technologiebranche interessant. Und dann zeige ich euch mal,
wie ich das mit dem Trade Scanner löse letztendlich. Das geht so folgendermaßen. Die meisten kennen es ja schon auch. Ich benutze das im Endeffekt genauso wie ja, so eine Chartbetrachtung auf Indizes, bloß dass ich hier halt die Indizes sofort sehe. Also sortiert doch von der Stärke nach unten in die Tiefe, sehe ich halt, wo etwas passiert ist und wo die einzelnen Märkte stehen. Der starke Markt steckt oben, der DAX steht ganz weit oben, also vor der Nasdaq noch. Hammer. Asien ist, sag ich mal, der Loser, aber generell sehen wir grüne Zahlen, was bedeutet, dass der Gesamtmarkt einfach long ist und ich mit Short Trades jetzt wirklich auf der falschen Seite wäre, langfristig gesehen, auf Tagesbasis. So, jetzt sehen wir aber auch hier oben, dass viele Märkte schon von der Outperformance her, also das heißt, wenn ich der Vergleich mit einer Benchmark sehr, sehr, sehr viel Potenzial, sag ich mal, aufgebaut haben. Also sonst könnte man ja auch gleich im Weltindex investieren zum Beispiel. Aber sie waren auch sehr, sehr dynamisch. Also der Anstieg ist schon relativ hoch und deshalb sind diese Kugeln hier oben in dieser Counter-Trend-Short-Strategie-Box, sag ich mal. Nun kann man das auch short handeln. Das würde ich aber nur machen, wenn da ein Markt hineinläuft, der völlig gegensätzlich gegen den anderen, gegen die anderen Indizes läuft. Wenn ich jetzt drin bin in der Position, dann bedeutet das für mich einfach, zieh die Stops ran, halbiere die Position, nimm mal Gewinne vom Tisch. Das ist ein Punkt, wenn da so ein Markt da oben auftaucht, dann bin ich bereit, mir die Aktien genauer anzuschauen und die Stops vielleicht nach der gewissen Strategie, die ich habe, schneller nachzuziehen. Gibt immer mehr Spielraum am Anfang und je höher das Ding, dynamischer das läuft, desto schneller ziehe ich den Stop im Endeffekt ran. Das wäre so eine Indikation, wenn so ein Gesamtmarkt heiß gelaufen ist. Ja. So, dann sehen wir, dass die Gesamtmärkte hier ziemlich grün sind. Das heißt, die Volatilität ist damit abgebildet. Das heißt, es gibt grün, orange und rot. Orange ist neutral, grün ist niedrige Volatilität und rot ist extrem hohe Volatilität. Was heißt das mit der Volatilität? Für Optionshändler wichtig, aber auch für mich als Aktienhändler, weil niedrige Volatilität ist der Nährboden für steigende Kurse. Volatilität ist Schwankungsbreite. Wenn der Markt, sage ich mal, nicht großartig schwankt nach unten, nach oben, sondern eigentlich immer so sich nach oben bewegt, dann fällt die Volatilität. Wenn der Markt anfängt, vielleicht heute nach den Zahlen extrem zu fallen, dann steigt die Volatilität. Und dann werden Optionen teurer, wenn die Volatilität steigt. Aber auch natürlich das Risiko nimmt für den Aktienhändler zu. Und wenn die Volatilität steigt, dann ist das der Nährboden eher für fallende Kurse. Das ist so eine Art Symbiose. Es wirkt zusammen. Wir sehen aber, die Grundbedingungen stimmen hier noch. Aber ihr habt ja auch im Index gesehen, der Markt ist bereits stark angestiegen. Und also ich möchte mich da nicht draufsetzen. Ich würde es euch auch nicht empfehlen. Wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann macht das immer mit einer Sache. Und zwar nehmt eure Positionsgrößen zurück. Beispiel, handelt ihr mit 5.000 Euro pro Aktie ungefähr in einer Position, dann halbiert die oder nimmt bloß ein Drittel davon, meinetwegen, also 1.500 Euro, weil das Ding schon so stark gestiegen ist, wenn ihr unbedingt eine Aktie finden wollt oder findet sogar, wo ihr jetzt noch rein wollt. Weil wenn der Gesamtmarkt angestiegen ist und jetzt 2, 3 Tage korrigiert, dann ist es oft so, dass es sämtliche Branchen eventuell mitnimmt. Nicht immer, aber es kann sein. Und dann wird die Performance, sage ich mal, für die Aktie wahrscheinlich eher im Gleichklang mit dem Index sein und dann eher für einen Rückgang sorgen. Also da immer ein bisschen vorsichtig sein und das kann man eigentlich relativ gut anpassen. So, dann habe ich mir gesagt, okay, das ist Amerika ist relativ stark bewertet heute, also relativ stark gestiegen, deshalb werde ich kaum Einstiegssignale dort finden. Schaue ich mir mal die Branchen in Amerika an, dann sehe ich auch hier, die Technologiebranche. Wir haben uns den Chart ja eben angesehen. Die haut jetzt schon fast aus meinem Bildschirm um raus. Also da ist richtig Power hinter gewesen. Das heißt, im Endeffekt jetzt bedeutet das für mich, Vorsicht, das muss wieder in den normalen blauen Bereich hier zurücklaufen, wo ich sage, ich kann die wieder long handeln. Ja.
Deswegen auch die Real Estate, die steht jetzt ganz woanders. Ah, da haben wir sie. Die ist nicht ganz so gestiegen, ist ja auch eine ganz andere Branche, sage ich mal. Alles, was mit Immobilien zu tun hat, stark zinsabhängig. Wird man heute auch bei der Fed sehen, wie sie sich entscheidet. Das wird auch Auswirkungen gerade auf diese Branche haben. Die sind von der Outperformance relativ hoch gelaufen, aber von der Dynamik her nicht so stark angestiegen wie die Technologie. Deshalb könnte ich jetzt sagen heute, und lassen uns uns mal anschauen, was die Real Estate gemacht hat. Das heißt, ich könnte jetzt hier draufklicken, zack, und hier meine Perlentaucher-Strategie. Hier sind auch noch andere Strategien drin, aber die Perlentaucher-Strategie ist meine Strategie. Komme dann in den Screener und kann sagen, okay, suchen wir mal einen Trade aus dem Bereich Immobilien heraus. So. Und jetzt hat er nur einen Vorschlag. Ich weiß ja, dass der Gesamtmarkt da ist. Steht hier auf Rang 66. Das bedeutet Rang 66 von den Vergleich in der Real Estate Branche sind 66% der Aktien, die zu diesem Branchenbereich gehören, schlechter als diese Spirit Reality Capital. Also je höher das ist, der Wert ist 100, das bedeutet, dass die dann eigentlich alle schlechter sind, habe ich von der Vergleich zwischen Outperformance dieser Aktie zum Branchendurchschnitt diesen Vergleich automatisch schon mal abgehandelt. Dann sehe ich hier, ich habe 5 Korrekturtage, das heißt, die Aktie ist 5 Tage in der Korrektur, klicke ich mal drauf. Dann sehe ich hier, okay, das ist die Aktie aus dem Real Estate Bereich. Ich habe die Dynamik auch drin, das passt. Dann geht der Kurs, das ist eine Mischung, eigentlich seitwärts und ein bisschen Preis. Die sind ja nicht so volatil, die Aktien im Bereich. Und ich habe heute ein Signal, also gestern das Signal für den heutigen Tag. Ist also kein Realtime-Kurs. Und vorgestern hatte ich auch ein Signal. Und wenn wir uns den Branchenbereich nochmal anschauen von Real Estate. Moment, wo ist der Kurs da oben? Wie der Chart aussah vor 2 Tagen, dann war, habe ich ja gesagt, ja, man könnte in diesen 2 Tagen da eventuell nochmal reingehen. Ja, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Heute, das ist ja so immer retrograd ein Signal, das ist das Aktuelle, das zählt nicht, sondern diese Kerze im Endeffekt hat dazu geführt, dass die Aktie in diesem Branchenbereich getriggert wurde, quasi. So. Jetzt schauen wir uns den, Moment, da ist er, das mal an. Das ist die SRC. Schauen wir mal an, was die heute macht letztendlich. Und zwar im Magina Trader kann ich hier auch direkt eingeben. SRC, Spirit Reality, das ist sie. Schwupps. Das ist der heutige Tag und das wäre das Einstiegssignal von heute gewesen und von vorgestern. Also wir handeln ja immer das Hoch, über das Hoch gehen wir rein, wenn der Kurs drüber geht. Und das wäre im Endeffekt genau das Szenario, was ich sehen möchte. Dynamische Bewegung, Korrektur, und die kommt auch noch zurück auf diese Wochenunterstützung unterm 20er. Das, was ich vorher erzählt habe, gilt genauso für die Aktien, was ihr beachten könnt, wie für die Indizes auch und den Branchen-ETF auch die gleiche Betrachtung. Ja. So, das wäre jetzt so ein Trade gewesen, den ich aufsetzen könnte für heute. Also den hätte ich heute schon vor der Börseneröffnung eingegeben. Und die andere Möglichkeit ist, dass man schaut, wie war denn das vor 2 Tagen? Das kann ich mir auch angucken, 1 und 2, der Einstieg. Dann kann man nämlich bei dem Auswahl beim Scanner hier einfach mal auf 2 Tage zurückgehen. Eins, da sieht man schon, ah, da kommt noch ein Signal, also vor einem Tag davor, mit hinein. Das ist die Esprit, nee, Essential Property. So, und auch die können wir uns EPRT im Magina Trader angucken, wie sie heute aussieht. EPRT. Könnt ihr euch auch natürlich auch bei TradingView oder wo angucken, ist genau das Gleiche. Da sehen wir, ah, okay, dieses Einstiegssignal ist ein Umkehrstab, das ist die aktuelle Position. Und da ich nicht weiß, ob der Markt hier drüber hinausgeht, ja, ihr seht, die haben ja sehr hohes Volumen. Hier oben wurde halt
stark ab, ne, da oben wurde abverkauft, am nächsten Tag darauf reagiert, dann kam die Korrektur. Das heißt, hier oben wird es wahrscheinlich zu einer Kurskorrektur kommen. So, und jetzt guckt mal nach der Strategie. Das bedeutet, dass ich, wenn ich hier einsteige, ich kriege es leider jetzt nicht. Mal sehen, ob ich es doch noch ein bisschen größer kriege. Nee, geht nicht größer. Dann seht ihr, doch, so kriege ich es, dass das mein Einstiegssignal war und dass hier oben der Target-Bereich liegt. Also da oben verkaufe ich schon, auch wenn das nur ein CAV von 1 ist. Ja. Also ich handle auch kleinere CAVs, weil ich ja nie weiß, ob der Markt hier durchgeht. Ein CAV, Chance-Risiko-Profil, bedeutet ja immer, dass ich einschätzen muss, wo die Aktie hinläuft, bevor es zu einer Kursreaktion kommt. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob die durchgeht oder nicht. Ich muss damit rechnen, dass es dazu kommt, dass die Aktie nicht da so wie Butter durchgeht. Hier sage ich mir, okay, aufgrund des hohen Volumens ist hier die Möglichkeit, man hat hier auch so eine orange gestrichelte Linie drin, da oben ist auch eine, die seht ihr, wenn ihr das näher dran habt, aber da ist sie genau am Hoch, habe ich halt die vorgegebene Zielzone und dort lege ich halt im Endeffekt die Limit Order rein, die halt einen Teil der Aktien schon verkauft. Da oben. So. Und wenn der Markt sich entscheidet, dass er rübergeht, was ich nicht weiß, dann wende ich im Endeffekt einen Trading Stop an. Also das ist die Strategie. Ihr seht ja auch retrograd hier dieses Signal. Da war mit Sicherheit dieses selbe Chance-Risikoprofil. Da ist der Stop bei den roten Linien. Die grüne Linie ist die Einstiegslinie. Hier oben ist der Gewinnbereich, da unten ist der Verlustbereich. Daraus berechnet sich das Chance-Risikoprofil. Gewinn beim letzten Trade hätte ich machen können 2,59. Und der Kurs hier unten, der hätte die Sache schon nach einem Tag erreicht mit dem Teilverkauf. Das heißt, ich könnte jetzt im Endeffekt auch noch den Stop ranziehen auf auf diese Kerze. Und wäre letztendlich mit dem Trade schon risikolos, außer wenn es jetzt zum riesen Gap kommt oder so. Hier war es genau das gleiche. Hier ist das Target, wurde hier oben angesetzt. In diesem Bereich wurde dann nach 1, dann gab es ein Gap, wahrscheinlich Zahlen oder auch nicht. Weiß ich nicht genau, ob es dann Zahlen gab. Dann wurde das hier schon erreicht. Und ob es dann da durchgeht, weiß ich nicht. Dann gibt es eine Stop-Nachführung nach einem gewissen Algorithmus. Und da habe ich halt Glück gehabt. Ja. Bin natürlich sehr, sehr skeptisch, habe den Stop auf jeden Fall auch angezogen, dass er hier so wie Butter durchgeht. Ist schön, weiß man aber vorher nicht, aber ihr seht, die Logik dahinter ist, zu erkennen, wo es zu Kursreaktionen kommen könnte. Wie es danach ausgeht, weiß ich nicht. Muss nur wissen, wie ich dann handle. Das ist das Einzige, was ich machen kann. So. So, das sind die ganzen Signale, die retrograden Signale. Die Trades richten sich meistens nach einem Swing-Trading-Profil zwischen 4, kann aber auch 5, 6 Wochen dauern, je nachdem, wie der Markt läuft. Jetzt schauen wir uns mal die Nasdaq an, den Bereich Technologie. Mal gucken, Technologie. So, das ist im Endeffekt für heute das Signal. Das ist nicht viel, wie ihr seht. Da ist Rang 92, das heißt 92% der Aktie Stone ist, sage ich mal, größer, also besser von der Outperformance als die anderen Aktien aus dem Technologiebereich, was Performance angeht. Was sehe ich noch hier? Ich sehe eine Gesamtbewertung fundamental von A ist super, bis F, wo ein Algorithmus mir errechnet, wo steht die Aktion her. Also D wäre jetzt schlechter. Ich habe aber auch eine Aktie mit einem B. Ich mache jetzt keine tiefe Fundamentalbewertung. Warum ist das wichtig? Es kann ja sein, ich gucke mir auch nicht alle Trades an. Also wenn ich jetzt 3, 4, 5 Trades habe, dann mache ich auch Feierabend. Ich kann mir immer einen besseren finden oder sonst wie. Das wisst ihr selber bei der großen Anzahl von Aktien. Irgendwann wisst ihr ja, wenn ihr auf den Chart guckt, gar nicht mehr, nehme ich die A-Aktie oder nehme ich die B-Aktie. Deshalb gibt es ein fest vorgefasstes Szenario dafür. Ein Schema und dann könnte ich sagen, okay, dann nehme ich halt die Aktie mit dem B-Einschätzung, ja, wobei die mit Sicherheit hier nicht irgendwas aus Amerika ist. Das ist bestimmt was aus dem, zwar einer NYSE gehandelt, aber aus Südamerika, denke ich mal. Marktkapitalisierung ist vielleicht noch interessant, also je größer, desto besser. Also wenn hier eine Zahl nur im zweistelligen Bereich ist, das wäre dann mir zu klein.
Und was auch interessant ist, die Korrekturtage. Man sieht hier, gibt es eine längere Korrektur. Und 2 Tage ist wirklich sehr kurz. Wir schauen uns einfach mal an, was die Stoner macht, die Aktie. Ihr seht auch hier den Einstieg, den letzten. Hier ist dasselbe Szenario. Wir haben hier den Umkehrstab und das Target ist nicht sehr weit. Wir haben ein CAV von 0,76. Potenzial liegt bei 4,93 zwischen Einstiegskurs und dem ersten Target. Weiß man nicht letztendlich, wie es dann ausgeht, aber das ist dasselbe Prinzip letztendlich. Und da ich aber heute nicht einsteige, warum steigen ja? Ich kriege zwar Signale, es gibt ja immer Aktien, die in der Korrektur sind. Ich muss mich natürlich fragen, warum ist die Aktie in der Korrektur, wenn der Gesamtmarkt voll nach oben geht? Ja, wenn der Gesamtmarkt jetzt korrigiert, wird er wahrscheinlich die Aktie dann mitreißen. Bedeutet, schauen wir hier nochmal rauf, bei der Five genau das Gleiche. Extrem hohes Volumen am Hoch. Hier wird es mit Sicherheit in dem Bereich und dem Bereich zu Kurskorrekturen kommen. Ich habe ein größeres CAV, muss aber damit rechnen, dass der Markt nicht mehr ganz bis da oben hinkommt und da wahrscheinlich verzögert. Kann ich machen. 5N. Schauen wir mal an, was die heute gemacht hat. Wie gesagt, immer im Konsens, dass heute ja Zahlen sind und der Gesamtindex, Nasdaq recht stark ist, gar nicht, hat gar nicht viel reagiert, das hätte die Order getriggert, wäre jetzt seitwärts gewesen, wären halt im Trade drin und würden dann halt bis hier letztendlich den Trade weitermachen. Aber wie gesagt, ich handle das nicht. Warum? Weil der Gesamtmarkt, Nasdaq, schauen wir nochmal drauf, immer im Hinterkopf bewahren, schon sehr stark angestiegen ist die Tage. Ja. Und wenn es jetzt hier zu einer Reaktion kommt, dann wird es auch diese Aktie nicht unbeeinträchtigt lassen. Ja. Das immer bitte mit anschauen. Das ist ganz wichtig. Wenn der Gesamtmarkt so stark gestiegen ist, dann, wenn ihr diesen Trade machen wollt, wie gesagt, ich mache ihn nicht, dann reagiert wenigstens, ah, Mensch, der ist stark gestiegen. Das ist der Gedanken dabei. Ich mache den kleiner, den Trade. Das wird dann nicht euer Super-Trade werden, weil ihr weniger Positionsgröße habt, aber ihr verliert auch weniger dann. Ne? Also ihr könnt den Trade machen, um euer, sage ich mal, Trieb nachzugehen, aber letztendlich würde ich da eher die Finger von lassen und wenn, würde ich ihn so klein machen, dass es den Trade korrekt abhalte mit dem genauen Einstieg und Ausstieg, aber weniger Risiko nehmen einfach dann. Ne? So, schauen wir nochmal drauf auf Nasdaq. Was war da? Wir hatten die 4 Tage. Mal wieder die Zeichnung hier weg. Picasso bin ich nicht gerade. 1, 2, 3, 4 haben wir gesagt, Tage und 6 Tage. Jetzt schauen wir mal an, was der Trade-Scanner innerhalb von 6 Tagen gemacht hat. Wir gehen mal zurück. Wir sind im Sektor Technologie drin. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage. So. Mal gucken, was wir da kriegen. Da war Rang 100. Mal sehen, was Ahmad macht. Der hat vor, aha, 1, 2, 3, 4. Vor 4 Tagen war die Nasdaq, habe ich gesagt, vor 4 Tagen kann man Nasdaq suchen. Ne? War das ein Signal mit einer Performance-Ansage von 6% und schaut mal, wie der durchgegangen ist und läuft genau rein bis zu diesem Target. War die Aktie Nummer 1 an dem Tag. Und bedeutet, jetzt könnte es zu einer Kursreaktion kommen. Wir schauen uns das mal. Das sind keine Realtime-Kurse, das ist der Kurs von gestern. Schauen wir uns mal an, was der heute macht, Ahmad. Da ist er. Und ihr seht, oh Wunder, ihr habt gesehen, dass das Ziel hier oben lag. Der ist genau ins Ziel gelaufen. Also wahrscheinlich die Zielzone sah so aus mit dem unteren Bereich und oberen Bereich. Ich lege da nicht eine Linie fest, sondern es ist ein Zielbereich, genauso wie ein Stop-Bereich hier unten. Da ist der Initial-Stop-Bereich. Ist auch ein Bereich, der eine legt es näher ran, der andere legt es lieber ein bisschen weiter weg. Deshalb gibt es nur Stop- und Zielbereiche. Aber ihr seht, es macht durchaus Sinn, hier einen Teil zu verkaufen. Der Markt reagiert dort heute drauf. Könnt den Endeffekt jetzt das Ding auf Break-Even setzen und habt trotzdem schon Gewinn gesichert. Geht der Markt jetzt hier ein bisschen zurück, dann stört euch das nicht, weil unser Algorithmus von der Stopp-Nachsetzung da noch nicht getriggert wird. Und wenn der Markt jetzt hier durchgeht, dann seid ihr halt dabei. Und wenn er rausfliegt, dann habt ihr euren Trade im Endeffekt trotzdem noch im Plus verändert und beendet.
Wichtig ist einfach zu wissen, welchen Kursregionen gibt es Wendepunkte. Das ist der Punkt 2 von unserer Agenda heute. Diese Wendepunkte finden nicht irgendwo willkürlich statt, sondern euch darauf vorzubereiten, wo kann das passieren. Ja, und das könnt ihr mit jeder beliebigen Chartsoftware sehen, wo ihr im Endeffekt hier Candlesticks drin habt oder ihr könnt auch Akinashi-Charts nehmen. Wichtig ist dieses normale Tagesvolumen hier unten drunter. Jetzt könnt ihr euch fragen, was ist das hier unten, das Blaue? Es ist kein MACD oder sowas, sondern das ist das, woran ich erkenne, wann eine Aktie letztendlich Outperformer ist oder Underperformer. Also, das hier oben ist Outperformance, Underperformance. Das bedeutet, ist die Aktie hier oben drüber? Das fängt jetzt mal ab hier in hellblau zu werden, so. Dann performt sie besser als der Vergleichsindex, die Vergleichsbranche zum Beispiel. Ja. Und nur die möchte ich ja erstmal handeln. Und die werden ja gerankt, je nachdem, wenn es jetzt 5, 6, 7, 8 von diesen Semiconductor-Aktien gibt, dann kann ich die ja nicht alle handeln, sondern dann wird es natürlich auch wieder Abstufungen geben. Meinetwegen wäre jetzt eine Intel vielleicht besser oder eine Infineon in Deutschland zum Beispiel. Dann würde ich ja die nehmen, die weit oben steht vom Rang und erst dann weiter runtergehen, wenn ich der Meinung bin, dass der Trade jetzt nicht so gut aussieht, weil ein Computer kann auch nicht alles hundertprozentig erkennen, sondern nur dafür sorgen, dass ich eine feste Struktur habe in der Auswahl der Trades. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ich immer da schwanke und sehe dann irgendwas, sondern der Computer gibt mir das vor und ich muss natürlich ein bisschen Know-how haben. Das versuche ich euch immer mitzugeben. Guckt auf Gaps. Guckt auf Wochenwiderstände, guckt euch die Kerzen an, guckt auf das Volumen und die einzelne Kerze. Ja, also viel mehr ist es dann eigentlich auch nicht. So, das sind die Outperformer-Phasen. Genauso sehe ich das hier. Das heißt, nur dann werde ich long handeln, wenn ich in der Outperformer-Phase bin. Das ist schon mal gut zu wissen. Habe ich viele Outperformer, dann ist es logisch, dass der Gesamtmarkt eher im Plus ist. Wenn es hier ins Minus geht, dann lasse ich die Finger davon. Das wäre dann auf keinen Fall ein Long-Signal, ja. In der normalen Trendbereich-Berechnung. So. Bedeutet, ich kaufe immer aus der Korrektur heraus. Also das Signal bekomme ich, wenn der Markt hier zum Beispiel in der Korrektur ist, so wie hier, da blau, dann bekomme ich ein Signal. Da hätte ich dann den Trade nicht bekommen. Warum? Weil der Kurs über Nacht so einen Sprung macht, dass das zu teuer wäre. Pech, das passiert genauso. Das ist normal im Markt. Genauso finde ich hier eine Umkehr mit einer starken Kerze. In dieser Korrektur, wenn es nämlich hier dunkelblau ist, dann liegt eine Korrektur vor. Ja, da geht die Korrektur rein, dann gibt es hier eine starke Kerze. Da kriegen wir keinen Kurs drüber. Passiert auch, aber hier kommen wir rein in den Einstieg. Und ihr seht, es funktioniert nicht immer, dass der Markt einfach weitergeht und weitergeht, sondern er korrigiert manchmal. Und wenn man hier einsteigt, dann macht es schon Sinn, hier einen Teilgewinn mitzunehmen, weil ich nicht weiß, was passiert denn danach. Ja, das ist ganz wichtig. Und dieses Szenario sorgt dafür, dass die Equity-Kurve letztendlich oder Einkommenskurve wesentlich ruhiger verläuft, als wenn ihr immer sagt, ja, die Aktie kaufe ich hier und der Trend wird dann, weiß ich nicht, bis Faktor X laufen, wo keiner weiß, ob das so funktioniert. Also je länger der Zeitraum ist, so eine Aktie prognostiziert wird, wo sie hinsaufen soll ins Ziel, desto schwieriger wird es. Ja. Und je kürzer es ist, desto eher weiß ich, wo der Markt reagiert und ob ich in der Phase, wo es zu einer Reaktion kommt, dort noch den besten Gewinn abgreifen kann oder ob ein Gewinn überhaupt möglich ist. Und das ist meine Herangehensweise. Und ich glaube, das ist nicht so schwer zu erlernen. Mache ich aber schon eine ganze Weile und ich glaube, das ist relativ einfach, wenn man nur eine Chartsoftware hat, ohne dass man ein Signal programmieren kann oder ein Signal eine andere Möglichkeit hat, dann ist es im Endeffekt ein bisschen mühselig. Man kann es machen, so habe ich es früher gemacht mit einer Excel-Tabelle oder bei Finviz, dann kann man sich die halt, wie gesagt, nach oben von nach unten skalieren. Ich habe den Agena-Trader benutzt, dort letztendlich programmierte Signale drin, wo mein Gedanke da drin ist. Ist aber auch schwieriger zu bedienen, deshalb dachte ich mir, okay, wenden Sie sich mal an den Markus. Und dann habe ich mit dem Markus zusammen, der die Strategie gesehen hat und sagt, Mensch, ist aber eine gute Strategie. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich dann die Sache mit diesem Screener hier machen kann. Und das Schöne daran ist, man kann nichts verklicken.
ihr könnt ja nichts kaputt machen. Also wenn was nicht funktioniert, dann liegt es an uns. Aber ansonsten kann man da nur draufklicken und diesen Workflow letztendlich verinnerlichen. So, was haben wir denn noch für eine Broadcom, finde ich immer interessant. Habe ich die jetzt eben gesehen oder habe ich? Nee, doch da oben, AFCO, Broadcom. Oh, okay. Auch nicht verkehrt. Da haben wir mehrere Signale, Umkehrsignale. Mit Sicherheit wären wir hier vielleicht einmal ausgestoppt worden. Aber es kann auch genau auf den Punkt sein. Aber der Markt hat letztendlich das Target erreicht, drüber hinausgeschossen, geht weiter, weiß ich auch nicht. Und so eine Treffer hat man nicht immer. Man sieht auch hier, hat man Fehltrade. Das passiert und das ist auch völlig in Ordnung, solange die Strategie stimmt. Hier kriege ich einen hohen Target nach einem Tag und werde dann mit dem Stop-Break-Even ausgestoppt. Das ist die Situation, wo ich meine. Und ihr müsst einfach in der Lage sein, und ihr seht ja wieder, das wäre mit Erfolg, weit mit Erfolg gekrönt gewesen, das Szenario immer wieder gleich abzuspielen. Und nach einem System, wo man von Aktien quasi darüber die Branche sieht und darüber den Gesamtmarkt. Wenn ich den Gesamtmarkt in der Richtung habe, weiß, wo läuft der hin und ich weiß, wo sind die besten Branchen, dann habe ich eigentlich eine sehr, sehr gute Chance, dass ich dort gut über die Runden komme und nicht einfach nur intuitiv irgendwie handle. Wer das kann, ist gut. Ich lasse mir halt sehr gerne Vorschriften machen von dem, was ich selber mache und das hilft auf jeden Fall weiter. So, dann schauen wir mal kurz mal auf den Markt nochmal, weil es gibt ja bald die Fed-Zahlen, gibt schon eine Reaktion. Ui, also ihr seht schon, ja, die Kerze sah vorhin anders aus. Die war auch positiv grün heute Morgen. Jetzt sieht es eher aus nach einer Umkehr auch bei dieser Amat. Und was machen wir bei Nasdaq? Wie sieht es da aus? So, springen wir hier bitte um. So. Auch hier sind wir immer noch am Höchstkurs gescheitert und warten auf die Zahlen. Schauen wir uns mal noch ein paar Indizes an. Und zwar Gold, Future habe ich auch. Interessant. Wahnsinn, bis 2150 Dollar nach oben marschiert das Ding und am selben Tag abverkauft. Auch ein schönes Beispiel dafür, wenn man jetzt mit Targets arbeitet. Wo bin ich bei Gold eingestiegen? Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ich mache das mal wieder zurück. Wer aufgepasst hat, weiß das. So. Der Rückgang, hier haben wir keine starke Kerze drin, ja, wo der Schlusskurs möglichst weit oben ist, da auch nicht. Hier ist der Schlusskurs. Wo findet der statt? Diese Umkehr am 200er. Das ist ein Kriterium. Der 220er spielt keine Rolle, weil er ist zu weit weg. Was habe ich noch hier? Ich habe links von mir ein hohes Volumen. Okay, das ist da. Also da oben kann es zu einer Reaktion kommen. Ist es ja denn auch. Könnte aber wieder in der Zukunft so sein, ist aber möglichst weit weg. Ich habe einen Wochenwiderstand hier bei 1955 bis 2000. Das ist auch klar, runde Zahl. Das heißt, ich hätte hier von da bis da eigentlich eine gute Möglichkeit, in den Trade reinzukommen. Und jetzt schaut mal. Hier habe ich auch ein hohes Volumen und diese Megakerze und die an dem Hoch markiere ich die mir meistens und am Tief. Wenn das noch an einem Hoch stattfindet, also in einer Umkehr, wenn der Markt jetzt nach oben läuft und läuft wieder nach unten und das Volumen war an dieser oberen Kerze letztendlich hoch und der Markt kommt zurück, dann hat das auch eine gewisse Relevanz. Genauso wie unten, wenn das Volumen hoch wird, der Markt wieder dreht. Ja. Das haben wir jetzt hier im Future nicht so massiv. Aber wenn ich jetzt hier weiterziehe, dann sehe ich, dass diese Kursreaktion im Zusammenhang mit diesem hohen Volumen steht. Das habe ich wieder einen Anhaltspunkt mehr. Das heißt, ich gehe dann rein und kaufe mir halt entweder Xetra Gold oder eine Goldaktie. In dem Fall mal Xetra Gold. Und ich habe das Target dafür einen Teilverkauf beim Gold da gesetzt, weil da war das letzte hoch. Bin da raus. Den Rest habe ich drin gehabt und habe den Stop letztendlich unter diese Kerze gezogen. Und leider, ja, war ich an dem Tag nicht zu Hause, dann hätte ich auf den Knopf gedrückt. Aber ich handle ja Tageschart und dann passiert das halt. Dann kann ich mich ärgern, aber letztendlich war ich am Gewinn und bin hier rausgeflogen. Was mache ich jetzt, wenn ich nicht drin war?
Ich gucke mir das mal an. Okay, der Markt ist zurückgekommen. Es gab keine Möglichkeit, wieder reinzukommen. Wo sind wir jetzt? Machen wir wieder zurück. So. Schön zu sehen. Ja, die Wochenunterstützung. Wir laufen da rein. Der Markt reagiert. Ja, nichts mit hohem Volumen. Das geht ja zurück. Wir gucken uns mal an, was der Tag heute macht, unentschlossen. Und wenn es jetzt hier in diesem Bereich oder an dem 200er, wäre natürlich noch besser, zum Umkehrstab kommt, eine starke Kerze ist und so weiter, das Volumen sich eventuell noch in so einem kleinen Abverkauf dreht, dann kann man hier wieder versuchen, in den Goldmarkt hineinzukommen. Hat dann natürlich mit dem kleinen Hindernis am 20er eine Kursreaktion, aber das kann man verknusen, hätte noch genug Platz, um da einen Trade abzusetzen. So, jetzt haben wir noch 4 Minuten. Für diejenigen möchte ich ja auf meine Homepage verweisen, die da ein bisschen nachlesen wollen. Wichtig ist zum Beispiel der kostenlose Videokurs, ja, den könnt ihr euch angucken. Das sind bloß im Moment sind es, glaube ich, 10 Videos. Die gehen nur 5 Minuten pro Video. Dauert ein bisschen, bis es lädt, weil jetzt gerade hier ich im Webinar mit euch bin. Aber da seht ihr nochmal die Punkte, die einfach wichtig sind. Volatilität, kurz mal erklärt, Outperformance, Gesamtidee, was, wie die Gaps letztendlich zu handeln sind, was das Volumen bedeutet, Tageskerzen, Widerstand, Unterstützung, Bollinger Band, das ist für die Volatilität nochmal und gleitende Durchschnitte. Das, worüber ich die ganze Zeit im Endeffekt geredet habe, das nochmal kurz erklärt für die, die noch nicht so tief da drin stecken. Und wer die Strategie nachlesen möchte, der kann natürlich das auch hier in der Strategie machen und kann dort im Endeffekt nachlesen, sich auch das Video anschauen. Das ist auch nochmal 1 Stunde erklärt dazu, wie das einzeln aufgebaut ist und funktioniert. Und wer was zum Trade Scanner wissen möchte, der kann das auch tun. Der findet das auf jeden Fall hier. Ja. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt gerne entweder zu meinem Kontakt cb@tradercoach.de. Wenn ihr den Trade Scanner noch sehen möchte und noch mal ein bisschen genauer erklärt mit Fragen hat, der kann ich auch eine 1:1 Session anbieten. Ja, da E-Mail-Adresse cb@tradercoach.de. Dann können wir uns zusammensetzen, ohne dass das was kostet. Ich kann euch das noch mal zeigen, erklären, Hintergründe darstellen. Mache ich sehr gerne. Finden wir einen Termin. Ansonsten habe ich noch. Ja, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall mit FX Flat. Mit dem Nelson habe ich schon eine E-Mail geschrieben, die ist irgendwo nicht angekommen, aber geplant ist auf jeden Fall, dass es nächstes Jahr weitergeht. Nicht ganz im im Monatsrhythmus, sondern im 2-Monats-Rhythmus. Also wir werden 6 Webinare haben und dann werde ich diesen Trade Scanner und die Perlentaucher-Strategie letztendlich einsetzen und euch zeigen, noch genauer zeigen. Und dann werden wir auch sehen, welche Trades da aktuell sind. Und das bleibt auf jeden Fall spannend dieses Jahr, glaube ich mal. Und auch im nächsten Jahr werden die Herausforderungen nicht anders oder leichter werden. Wichtig ist, dass ihr eure Strategie habt, dass ihr der Strategie vertraut. Wenn ihr eine Strategie haben wollt, dann guckt euch mal meine an. Die ist recht einfach umzusetzen, professionell. Vom Aufbau her und erleichtert durch den Trade Scanner, indem man halt die, sage ich mal, Technik einsetzt, die man heute einsetzen kann, wo man halt, sage ich mal, nicht so viel alleine und einsam versucht, irgendwelche Trades zu finden. Okay, dann war es das von meiner Seite aus, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Heute hattet ihr keine Fragen mehr. Schönen Adventgruß, sagt der Michael. Michael, schön, dass ich dich auch mal wieder höre. Ja, sehr, sehr gerne. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Wenn ihr Positionen habt, passt bitte auf die Positionen auf jeden Fall auf. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Jahr. Bis dann, meine Lieben. Macht's gut. Ciao. Vielen, vielen Dank, Carsten, nicht nur für das Webinar heute, sondern für die Webinare im ganzen Jahr. Hat Spaß gemacht und vielen Dank an alle, die natürlich immer dabei waren. War wieder interessant und der Zinsentscheid, die Entscheidung ist gerade rausgekommen. Die Reaktion ist erstmal positiv von S&P 500, Gold und auch die T-Bond gerade long. Also,
Wer Lust und Zeit hat, kann sich das jetzt mal anschauen. Ich wünsche einen wunderschönen Abend, noch viel Erfolg diese Woche. Natürlich auch, ja, schöne Weihnachtszeiten und kommt gut ins neue Jahr rein. Würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Jahr wieder mit dabei sind. Und ja, passt auf eure Position auf und sehr gern bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Danke, Carsten. Ciao, ciao. John Nelson.